Freunde, willkommen zurück. Trust and Betrayal. Sind wir alleine? Wir sind alleine. Gerade ein bisschen in der Gruppe rumgefragt, aber leider hatte einfach keiner Zeit. Und deswegen muss ich mal ganz kurz hier blöd raustappen. Das tut mir leid, aber wir wollten ein bisschen Musik dabei hören. So, ich denke, sie ist laut genug, dass man sie hören kann. Wenn nicht, schade. Ich kam noch nicht dazu, andere Musik rauszusuchen, aber wir kommen erstmal klar. Okay, erstmal einen Überblick. Hier kommen wir nochmal rein. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall nach oben durchprügeln. Waren da gerade rote Augen? Da! Okay. Ich denke, wir machen jetzt erstmal hier die Seite zu. Oh, meine Tastatur ist abgeschmiert. So. Oh. Ja, meine Tastatur schmiert gerade ab. Da kann ich leider nichts für. Das passiert halt mal. So, haben wir hier noch ein bisschen Boden weg. Hier auch noch. Dann hauen wir uns hier noch ein bisschen rein. So. Okay. Ah, okay, hier muss auch noch was weg. Das läuft. Unser Werkzeug leidet gerade ziemlich. Da muss ich wohl demnächst nochmal den WDMS aufsuchen. Und mir einen neuen Hammer machen lassen. Okay. So, Marmor sehen wir auch. Wird knapp, wird sehr, sehr knapp jetzt. Wir müssen auf jeden Fall bald dann halt Neues holen. Oh Gott, was mache ich denn hier heute? Okay. Aber es muss ja erstmal irgendwie eine Form haben. Ne? Wir kriegen auf jeden Fall noch einiges an Marmor raus, weil wir hier einiges noch kaputt machen und mit Glas dann wieder ersetzen. Aber erst einmal muss das hinhauen. Ich glaube, ich habe die Musik hier noch an. So. Ah, nein. Warum nimmt denn der da Stein rein? Scheiße. So. Okay. So, hier ein paar Fackeln dran. Okay. So. Ihr könnt mir übrigens super gerne, also das fände ich persönlich echt toll. Ich mache hier nochmal eine Tür rein, fällt mir gerade ein. Fände ich richtig toll, wenn ihr mir, wenn ihr Ideen habt für meine Villa oder für die Einrichtung der Villa, ich muss was wegklicken, oder sonstiges, würde ich sagen, schickt mir einfach mal so ein Bild, ein Screenshot von dem, was ihr dann gebaut habt, und wenn ich es richtig cool finde, dann werde ich da einfach ein paar Sachen von übernehmen und baue hier mit euch zusammen. Wäre was ein Angebot von mir, kann ich machen. Nö. So. Nein. Was baue ich denn hier? So, okay. Aber dieses Spinnengehen ist manchmal echt nervig. So. Okay. Schwuppdiwupp. So, das hier unten leicht noch da. Das ist ja, das stört ja gerade noch nicht. Dann mache ich uns hier auch noch schnell einen Ausgang. So. Okay, das holen wir schnell wieder. Klettern die Wand wieder hoch und machen unten wieder zu. So, so ist gut. Komm, machen wir hier noch den und dann ist schön. Okay. Ah, lass uns mal gucken. Ja, hier muss auf jeden Fall Glas hin. Und hier brauche ich gleich auch so Zäune. Ich weiß noch gar nicht, wie die gehen. Muss ich mir angucken. Was haben wir hier noch an Dings? Nur noch die beiden. Das ist nicht gut, das ist sehr wenig.
Richtig wenig. So, bleiben wir mal hier. Okay. Machen wir hier auch mal kurz zu. Okay. So. Also es nimmt auf jeden Fall Gestalt an. Noch ein bisschen schleppend. So, das Problem ist, also ich habe zwar die Vorstellung von dem Ganzen, was ich hier machen möchte, im Kopf. Aber zwischendurch möchte ich dann doch wieder überlegen, was genau, wie soll es aussehen. Da wird also noch einiges wahrscheinlich nochmal neu gemacht werden und abgerissen werden. Okay, wir haben auf jeden Fall erstmal die Wand hier stehen. Und die sollte auch mit der hier bündig sein. Ja, alles klar. Hier kommt Glasfront mit Glasscheibe und sowas hin. Okay. Also eigentlich ist die Wand hier blöd. Eigentlich möchte ich die Wand hier gar nicht. Ne, die kommt weg. Die möchte ich eigentlich gar nicht haben. So, die an der Seite kann stehen bleiben. Und dementsprechend kann die hier noch nicht. Die muss noch weg. So. Sparen wir uns hier mal ein bisschen Marmor. Okay. Was soll denn das? Achso, kein Platz für Marmor. Platz für Marmor muss sein, sonst kriegen wir keinen Marmor mit. Okay, okay, okay. So, dann ist das nämlich offen. Ich denke auch, dass diese Wand hier weggeschlagen wird. Also, dass man hier wirklich drunter kann, unter den Vorsprung. Da weiß ich aber noch nicht 100%, wie ich das machen möchte. So, wir gucken uns mal hier vorne um, wie viel Platz wir hier noch haben, weil das Ganze wird auch hier noch rauskommen. Ja. Sieht aber noch gut aus. Und dann von hier da hochbauen und dann da wieder ansetzen. Und das Ganze hier muss mit Treppen noch versiegelt werden runter. Also es ist auf jeden Fall noch Arbeit. Es ist noch ordentlich Arbeit. So. Der dicke Hammer. So, wir machen erstmal hier einen Durchbruch und da einen Durchbruch. Und das muss weg. Und ja, hier kommt, das kann auch direkt weg. Bevor es uns nachher doch noch mal stört. So. Was willst du denn hier? Also kein Knockback, okay. Ich dachte, es hätte noch einen kleinen Knockback mit drin. Burn! So. Ich mache es einfach zu gerne, deswegen mache ich das immer wieder zwischendurch. Es ist einfach, es macht Spaß. So, kommst weg. Ja, da oben muss man immer aufpassen, das muss ich demnächst alles nochmal umbauen. Und dem Grants einen Tunnel hier durch irgendwie bauen. War es rein Höflichkeitsakt. Okay. Oh nein! Da mache ich mir doch glatt mein Bauwerk kaputt. Was noch aussieht wie ein Klotz. Das weiß ich. Das wird aber noch wunderschön. Ich muss auf jeden Fall dran denken, nachher da oben meinen Eingang hier wieder irgendwie dahin zu zaubern. Sonst habe ich ja keinen quasi abgeschlossenen Raum. Und man kann dann nachher in meine Hütte rein und mir Sachen klauen. Da wäre ich ja nicht so wild drauf. So. Ja, es muss ja noch viel, viel, viel mehr nach oben. Das dauert noch. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie sieht wirklich sehr groß aus.
Okay, die Zimmeraufteilung kann man später immer noch machen. Das ist ja nicht das Ding. So, und jetzt geht's noch mal kurz ans Craften. Oder Moment, oder mache ich erst das komplette Grundgerüst? Also erstmal mache ich hier noch mal kurz. Achso, ich stehe noch nicht. So. Das gesamte Grundgerüst könnte was dauern. Nee, warte, ich fliege noch mal kurz hoch. Ich muss mal erstmal zu meinen Truhen. So. Schwupp. Ja, reichlich voll. Ja, also ein bisschen Cobblestone hier einfach reinballern ist gar nicht so verkehrt. Den kann man nämlich auch immer wieder... Entschuldigung. Immer wieder gebrauchen. Also eigentlich ist das hier auch noch wunderschön Marvel, weil ich umbauen kann. So, Eisen brauche ich. Meine Tastatur hat sich wieder abgemeldet. So. So. Haben wir hier auch noch irgendwas rumfliegen, was wichtig ist? Erstmal nicht. Also Redstone brauche ich später. Hier, brenn mehr Eisen. Brenn mehr Eisen. Du machst nichts. Sollst du nichts machen? Kann man Potatoes grillen? Nein, schade. Doch, Moment. Man kann. Dann grillen wir jetzt mal eine Runde Potatoes mit dem hier. Und machst du noch ein paar Brote. So. Was hatte ich vor? Genau, ich brauchte aber Eisen dafür. Ich habe gar kein fertiges Eisen mehr. Ah, zumindest nicht hier, sagen wir es mal so. Ich schätze mal, dass ich noch einiges an Eisen drüben in meiner Pyramide habe. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. So, haben wir noch den Schissel? Da ist er. Ne, Quatsch, das hier ist der Schissel. Zack, dann ach, Cloud. Das ist ja eine Wolke. Hier brauchen wir den. Hier machen wir auch noch den draus. Hier auch. Und erstmal hier auch. So. Wir werden nicht nur diesen Marmor verwenden. Also es wird auch ein bisschen optisch noch schön. So, hier haben wir schon mal ein bisschen Eisen. Kommen wir hier, nehmen wir mal die Hälfte hier raus und packen die mal hier rein. So, und jetzt ist nämlich die Frage. Das gucke ich mal eben hier so nach. Wie heißen denn die Dinger? Fans? Electric Fans. So, das ist alles nicht, was ich suche. Wobei, das sieht auch irgendwie stark aus. Aber das ist nicht das, was ich suche. Ich probiere mal durchzublättern. Warte mal, dazu muss ich mal... Ich mache mal eben die GUI kleiner. Ich hatte das mal gefunden. Da. Er ist zu klein. Normal klingt, glaube ich, gut. Wir lassen es auf Normal. Ja, das sieht wesentlich besser aus. Da kann man dann auch mal einen Überblick bekommen. Was ich suche, ist eigentlich auch so zaunmäßig, aber es ist kein Zaun, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, wie das heißt. Aus Eisen. Ach, hier Iron Bars. Sowas in der Richtung würde ich eigentlich mal vorschlagen. Genau, und die kann man dann wunderschön schisseln. Wie kann man die denn herstellen? Oh, das ist natürlich viel Eisen. Wir probieren das mal aus. Direkt. Nee, Moment. Das muss ich ein bisschen anders machen. Ich will ja auch nur einen haben. So. Einfach um das erstmal herauszufinden, ob es das ist, was ich suche. So, Schissel aktiviert. Ah, okay. Aha. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob man das damit machen kann, was ich vorhabe. Stellen wir nochmal welche hier hin. Sieht nicht schön aus, ne?
So, wenn wir mal den wegmachen. Okay, so sieht das ja richtig scheiße aus. Okay, das ist vielleicht nicht ganz. Lass mich mal eben einen Blick riskieren. Ich habe nämlich so ein grobes Bild und da muss ich, guck noch mal ganz kurz drauf, weil es wäre jetzt echt blöd, wenn das jetzt nicht, überhaupt nicht hinhaut, so wie ich das haben möchte. Okay, vielleicht hat er auch einfach nur Glasplatten an sich genommen. Das kann ja auch sein. Also ich habe von vielen, vielen verschiedenen Bildern, die ich mir angeguckt habe, immer so kleine einzelne Teile rausgesucht und gesagt, so baue ich mir dann meine Villa. Wird dem Ganzen wohl ein bisschen ähneln, schätze ich mal, aber macht ja nichts. Okay, es kann sein, dass er einfach nur Glas genommen hat. Das wäre natürlich jetzt scheiße, weil wir ein bisschen Eisen verballert haben, aber auch nicht schlimm. Ja. Okay, probieren wir es irgendwie mal. Gut, die haben wir jetzt einfach dabei, das geht nicht anders. So, wir brauchen jetzt aber auch demnächst richtig viele Rohstoffe, weil ich nichts habe. Kein Holz, kein gar nichts. Ich habe auch keine Axt mehr, wirklich. Ach, komm. Oh, geh durch die Tür. Durch die Tür muss man sich leider sneaken. Und hier, komm, fliegt wieder hoch. Wir gucken jetzt mal, wer dem ist. So viel, wie wir gucken dürfen. Was hat er denn hier? Strongbox Public? Nein, lass mal die Finger davon. Ich will mir nichts kaputt machen. So. Ins Haus rein darf man ja bekannterweise. Hier war mal das Werkzeug drin. Nee. Und hier war noch eine Truhe. Auch nicht. Nicht. Ja, Mist. Dann haben wir keine Axt. Oh, dieser Mord. Dieses Dings. So. Okay, das heißt, wir haben keine Axt und könnten uns nur eine Standard-Axt machen. Mit der würde das natürlich extrem lange dauern. Hey, Fräulein Schlittschuh da hinten, was machst du denn da? Ah, jetzt ist er schon in der Ecke gefangen und ich kriege ihn immer noch nicht. Deswegen mache ich auch kein PvP großartig, ne? Ihr seht, was dann passiert. Ach komm, wenn es dunkel wird, mache ich hier einfach mal ein bisschen Licht. Auch schön. Auch schön, muss man sagen. Wir fliegen jetzt nochmal hier rein. Ja, okay, das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall die nächste... muss ich gucken, dass bei dem jetzt mal wiederkommt. Weil ich jetzt suche gerade, aktuell ist Netherstein. Ich habe doch welchen abgebaut. Ich habe doch Netherstein abgebaut, in Massen. What the hell? Bin ich blind, oder... Okay, ich bin... Oh, diese Tastatur. An, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Was haben wir? 18 Minuten? Gut, da können wir noch auf jeden Fall was machen. Erstmal gucken wir nach, ob wir allein sind. Sind wir? Dann gehen wir noch ganz schnell in Nether und bauen einfach noch mal mehr ab. Der ist da unten. Ah, hier ist die Wolle noch. Ach so, das ist ja cool. Gut zu wissen. Wusste ich nicht. So, willkommen im Nether, liebe Freunde. Hier waren wir ja schon mal. Und jetzt beeilen wir uns, bevor jemand online kommt. Ah ne, das hier ist Flash. Das ist aber nicht der normale Netherstein, ne? Das ist es. Den brauche ich. So, schön mit dem Hammer hier einmal durchsämeln. So, wie viel haben wir? Ja, wir nehmen noch was mehr mit.
Laufert! Ich hasse es. Ja, dann bauen wir uns mal hier durch. Mann, no! So. Ich denke, erstmal haben wir damit dann... Ja, sag mal, wir könnten definitiv noch mehr mitnehmen und sowas, aber es reicht ja erstmal, ne? So, brauchen wir hier noch was anderes? Ich glaube nicht. Ah! Ist das Mr. T? Das war Mr. T. Ich habe Mr. T's Kopf. Oh yeah. Und zurück. So. Okay, Moment, jetzt will ich mal einfach gucken hier. Hä? All Heads? 5 von 5? Achso, hier. Harr! Mr. T. Das finde ich gut. Ja. Sieht imposant aus. Ja, da hat auf jeden Fall jemand ziemlich viel Sand geschaufelt. So, passt auf. 22 Minuten haben wir rum. Was wird denn hier gebaut? Eieiei. Irgendwer macht sich hier Mühe für irgendwas. Eine eigene Siedlung, eine eigene Stadt oder was? Egal. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg, solange wir allein sind. Ach so, schön, meine ganzen Punkte und meine Map ist weg. Das finde ich gut, aber irgendwo da hinten, da war Wüste. So, da fliege ich jetzt mal hin. Das heißt, diese Folge werde ich eventuell noch da ankommen, aber mehr auch nicht. Ich bin gerade alleine und da bietet es sich an, halt einfach mal noch meine Pyramide schnell reinzugucken, was da noch drin ist, schnell rausholen. Obwohl, wenn wir da sind und noch Sandstein da haben, aber ich glaube, wir hatten keinen mehr, könnte ich die nämlich auch noch schnell weiterbauen, aber erstmal egal. Ich glaube, wir wandeln uns trotzdem in eine Fledermaus, damit man das alles nicht so schnell sieht. Oh, guck mal hier, ein Haus blau. Verräter? Aber schön gebaut, gefällt mir. Long, long way to go. Wir brauchen nämlich Sand. Wir brauchen jede Menge Sand und in der Wüste ist Sand. Dann brauche ich den hier nicht abbauen. Und da kann ich gucken, was ich da noch an Material rumliegen habe. Müsste aber auch bald irgendwo hier hinten war es doch, ne? Oder war es da unten? Ach, warum löscht denn meine Punkte? Ach ja, natürlich löscht er meine Punkte. Ich muss dir neu installieren. Ich muss dir alles neu machen. Scheiße. Deswegen habe ich auch noch kein Pack drauf. Also kein Texture-Pack. Irgendwo hier in der Ecke, da unten vielleicht. Da kommt jetzt erstmal Schnee. Scheiße, wo waren meine Wüste? Doch hier? Ja. Ich denke, das kommt hin. Mal schauen. Eventuell komme ich... Ich komme mir auch dabei hier direkt mal ein bisschen um. Oh, da unten ist... Oh, ich glaube, das ist eine Marmorquelle da unten. Da kann ich nicht widerstehen. Tatsache. Ah, der Hammer ist so gut wie kaputt. Steht da drauf, wie viele Uses? Steht da nicht drauf. Scheiße. Naja, dann ist mir das zu risky.
dann ist mir das tatsächlich einfach zu risky. Aber wir können uns das merken. Bin ich jetzt mal lat? Das ist doch jetzt wieder typisch Vita. Gerade was gefunden und schon aus den Augen verloren. Egal, irgendwo hier. Reicht also. Marmor. So, speichern und weiter geht's. Dann weiß ich demnächst mal ungefähr, dass da in der Ecke irgendwo Marmor war. Ja, Werkzeug möchte ich mir neues besorgen. Ich sollte mir auch noch einen zweiten Hammer und eine zweite Spitzhacke besorgen, damit ich trotzdem weiter was machen kann, während die andere sich selber repariert. Aber die Marker zu verlieren ist ärgerlich, wenn man sowas weiter weg hatte. Aha. Kommen wir dem Ganzen näher. Hier sieht's gut aus. Hier sieht's gut aus. Schon mal, jawohl, das ist eher so tropisch, ne? So tropical. Oh Leute, wo ist denn meine Wüste hin? Ich glaub's ja nicht. Gehen wir mal dahin. Die Folge ist auch gleich schon zu Ende. Und das heißt, in der nächsten Folge suchen wir weiter meine scheiß Wüste. Oh, 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 Wüste. Wir sind da. Heimat. Ja, wollt ihr einer was bauen? Das ist keine Wüste mehr. Das man mir traut. Achso, ich hab Hunger. Boah, ich bin erschrocken. Live, look. Jetzt bin ich gerade richtig erschrocken, ey. So, das hier sieht aber schon mehr nach meiner Heimat aus. Aber, hier ist die Folge erstmal zu Ende, liebe Freunde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge, wo wir dann sehen, was noch in unserer Pyramide übrig ist. Oder ob schon irgendwo was geplündert worden ist. Oder ob wir überhaupt das Ding finden, weil das hier scheint auch nicht unsere Wüste zu sein. Alles klar, liebe Leute. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.